Herpen bei Köln. Vor gut einem halben Jahr hat Fatma Ilhan hier ihren Dönerladen eröffnet. Das Geschäft läuft blendend und nicht nur mit ihrer Erfindung, dem Chili-Cheese-Döner, genießt die Inhaberin den Respekt ihrer Mitarbeiter. Ich habe noch nicht gesehen, andere Frau, Dönerfrau, ich habe noch nicht gesehen. Das ist das Erste, für mich das ist das Erste. Und das ist, ich denke, das ist sehr gut. Gute Idee, gutes Konzept, das ist super. Super. So einzigartig wie ihre Funktion als Dönerchefin soll auch ihr Geschäft sein. Und so kam Fatma auf die Idee, die Figur des Gegners von Comic-Superheld Batman zum zusätzlichen Alleinstellungsmerkmal ihres Ladens zu machen und hat für ihren Chili-Cheese-Döner eine Marke mit dem Joker darauf angemeldet. Und ich habe den Joker mit Chili Cheese sehr schön verbunden eigentlich quasi, weil die grünen Haare für die Jalapenos, das Rot für das Fleisch und das Gelb halt für den Käse war. Und das in Verbindung haben wir gesagt, so ein Joker, der Cheese sagt, ne Cheese. Aber genau das Cheese-Lächeln vergeht Fatma komplett, als ein Schreiben des US-Konzerns Warner Brothers bei ihrem Anwalt eingeht. Im Brief die Forderung, auf Nutzung des Motivs Joker zu verzichten, denn damit verletze sie das Urheberrecht. Die haben mich persönlich nicht angeschrieben, sondern direkt mein Anwalt. Und als er mich dann am 8. November angerufen hat, habe ich gesagt, bitte, DC Comics, wer ist das? Ja, dieser ganz große Verlag, der Batman und dies und das halt patentiert und produziert hat. Und ich so, und jetzt, was wollen die von mir? In dem Schreiben fordert der amerikanische Unterhaltungsriese, von ihr auf den Joker zu verzichten und verlangt zur späteren Berechnung des möglichen Schadenersatzes die Angabe sämtlicher von Fatma seit Gründung des Dönerladens erwirtschafteten Umsätze. Eine Forderung unverständlich für ihre Kunden. Ja, finde ich komplett überzogen, weil der Joker ist irgendwie der Joker und dieser Riesenkonzern, der dahinter steckt, ich glaube nicht, dass der irgendwie einen Euro weniger macht oder so, dadurch, dass jetzt hier ein Dönerladen ist, der dieses Logo hat. Ja, ich frage mich, was die Scheiße sollen, wie die dazu kommen, dass das in Sindorf, also wie haben die das gehört oder gesehen oder wie kommt das bis nach Amerika? Keine Ahnung. Und wie kann man sich darüber aufregen? Was soll ich dazu sagen? Also Leben und Leben lassen, DC ist ein Riesenunternehmen und die machen hier einen geilen Döner und haben den Joker benutzt. Also man sollte darüber lachen können, würde der Joker auch so tun. Ich finde es lächerlich. Und man sollte die kleinen Unternehmen damit nicht zerstören. Das ist auf jeden Fall reine Schikane. Aber ein Gerichtsverfahren gegen den US-Konzern zu riskieren, davon rät Rechtsexperte Norman Buse dringend ab. Stattdessen empfiehlt er: Die Verwendung in der Außendarstellung des Dönerladens dürfte das Urheberrecht hier aus meiner Sicht auch relativ eindeutig verletzen. Entscheidend ist, dass die prägenden Merkmale des Jokers, also die grünen Haare, das weiße Gesicht, die spitze Nase, das markante Grinsen sozusagen verblassen, die müssen zurücktreten. Es muss ein hinreichender Abstand zum Originalwerk geschaffen werden. Andernfalls ist auch das eine unzulässige Bearbeitung und wiederum eine neue Urheberrechtsverletzung. Um nicht komplett das Erscheinungsbild ihres mittlerweile gut laufenden Ladens aufgeben zu müssen, ist Fatma dem gefolgt, hat nun selbst Hand an den Joker gelegt, dessen Farben geändert und das Kinn verlängert. Wir wollen ja Frieden. Wir haben dem jetzt auch gesagt, okay, wenn eine Verwechslung mit dem Joker gibt, sind wir bereit, ein paar Änderungen zu machen. Wir haben jetzt die Farben geändert, wie ihr gesehen habt. Wir haben eine Stupsnase, wir haben eine Brille bekommen. Also unser Joker ist umgewandelt in einen Professor-Joker. Und wenn die sich damit auch nicht zufrieden geben, kann ich nichts mehr sagen. Dann sage ich, dann ist das, glaube ich, nicht mehr mein Problem. Ob sich Warner Brothers damit zufrieden gibt, ist noch unklar. Auf unsere Nachfrage haben wir von dort keine Stellungnahme erhalten. Noch ist Fatmas Chili-Cheese-Dönerladen also nicht in Sicherheit. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.